SGEforever.de präsentiert den FPS Fan Talk. Es ist wieder soweit. Ja, wir könnten fast sagen, der übliche Heimspielsonntag. Das ist ja das, woran wir uns gewöhnen müssen, aufgrund der Europa Conference League und jetzt in Zukunft sowieso erst recht, denn wir sind ja in der Gruppenphase. Aber heute steht die Bundesliga im Fokus und auch noch so ein bisschen das, was in den letzten Tagen, fast Stunden in der Transferphase passiert ist. Und zwar heute spielen wir gegen den ersten FC Köln. Um 15.30 Uhr geht es schon los. Die Eintracht nach 5 Pflichtspielen immer noch ungeschlagen. Deswegen sind wir mal gespannt, wie es heute ausgehen wird. Ich sage erstmal ein herzliches Willkommen an die beiden Eintracht-Fans Dennis und Jens. Moin. Willkommen. Und an den SGE Forever Chefredakteur Flo. Moin, Gude. Hallo, grüßt euch. Und Flo, bei dir steigen wir nämlich direkt auch mit der ersten These ein. Wer nicht für Eintracht Frankfurt spielen will, soll das auch nicht. Markus Krösche hat mit dem Kolo-Muani-Deal in Höhe von 95 Millionen Euro alles richtig gemacht. Und das ist ganz lustig, weil wir erörtern ja die Thesen vor dem Fan-Talk gemeinsam in der Redaktion und ich muss definitiv für diese These sein, also der zustimmen, weil sie ist von mir. Und ich denke auch wirklich so, also wenn es irgendjemand gibt, der, wenn er dieses Trikot von Eintracht Frankfurt anzieht, nicht alles geben will, nicht alles geben kann, dann soll er das auch nicht, meiner Meinung nach. Da spricht sicher auch ein bisschen der Fan aus mir raus, nicht nur der Redakteur, aber ich glaube einfach, oder ich bin fest davon überzeugt, dass wir Spieler brauchen, die alles für die Eintracht geben. Das war damals bei Philipp Kostic was ganz anderes, finde ich. Er hat sich danach klar zur Eintracht bekannt. Jetzt ist ja bei Kolo Muani rausgekommen, dass er wohl auch gesagt hat, dass er das Trikot nie wieder tragen will. Ja, mein Freund, dann sollst du es auch nie wieder tragen. Schlussfertig aus. Und ich finde 95 Millionen für einen Spieler, der nicht mehr bei uns spielen will, einen sehr, sehr guten Deal. Er ist damit international, soweit ich weiß, der 5-teuerste Transfer in dieser Saison, ist mit Abstand der teuerste Transfer, den die Eintracht je verkauft hat. Vorher war es ja, glaube ich, Luka Jovic mit 63 Millionen. Und ich muss dann auch mal ganz klar sagen, da, also, was denkt sich Randall Kolo Muani in den letzten Tagen oder in den letzten Stunden dieses Transferfensters? Ich finde es ganz gut, was der Stepi, also Dragoslav Stepanovic, gesagt hat. Vor der Saison war er mehr oder weniger niemand. Er kommt her, spielt zugegeben eine sehr, sehr gute Saison, aber dann so den Macker zu machen, das ist mir gehörig auf die Nerven gegangen und ich war richtig froh dann, als klar war, dass er geht. Wie die These sagt, wer nicht für Eintracht Frankfurt spielen will, soll es auch nicht, schlussfertig aus. Jens, ist es für dich auch eine so klare Meinung? So ganz klar nicht. Klar kann ich verstehen, wenn man für einen Spieler, den man für 0 Euro verpflichtet hat, 95 Millionen kriegt. Also da muss ich dem Krösche sagen, er hat das gut ausgesessen, dass es auf das Geld kam, was er eigentlich haben wollte fast. Ich bin immer skeptisch, wenn im Internet oder irgendwo steht, ich werde das Trikot der Eintracht nicht mehr tragen, wenn er das angeblich gesagt haben soll um 18 Uhr. Ja, wie gesagt, es steht irgendwo, viele glauben das, was da vielleicht steht, ich weiß es nicht, ich kenne ihn nicht persönlich. Wir wissen alle, dass solche Leute von anderen Leuten auch gesteuert werden. Ich hätte mich gefreut, wenn er noch ein Jahr in Frankfurt gespielt hätte, wir hätten den gleichen Preis wahrscheinlich auch nächstes Jahr erzielt, aber als ich so die ersten 2, 3 Spiele gesehen habe und wenn man einfach in sein Gesicht geguckt hat, nach dem Tor oder generell so nach Aktionen, da war das Lachen weg und alles und da habe ich mir schon gedacht, also irgendwas ist da im Hintergrund am Laufen und ich finde es dann auch schade, dass der Herr Krösche nicht geschafft hat, in der Woche dann wenigstens noch einen der Hinterhand zu haben, den er dann halt um 18 Uhr uns präsentieren kann, aber er war wahrscheinlich sich auch um 18 Uhr nicht sicher, ob er seine 90 Millionen oder 95 Millionen kriegt. Jetzt müssen wir halt gucken, also ich bin ein Gegner dagegen, jetzt einfach mal jemanden zu holen, damit wir jemanden auf der Bank sitzen haben. Guckt euch das in aller Ruhe das erste halbe Jahr an und dann sehen wir einfach weiter. Aber nochmal, wenn er gehen wollte, dann ist es halt eben so. Überraschend auch, wenn ich einen Vertrag habe, der über 5 Jahre läuft, dass dann andere Vereine mit mir reden dürfen, finde ich auch immer interessant. Dann auch Vereine, die Financial Fair Play eigentlich immer oben auf der Liste stehen, denen fällt immer irgendwas ein, wie man das umgehen kann. Wir sind Gott sei Dank in diesem Regal noch nicht drin. Bei uns verdienen die Spieler noch einigermaßen normale Gehälter. Und das ist halt auch der Grund, warum wir dann nicht für 35 Millionen oder ich weiß nicht, was der von Paris hätte haben wollen oder was uns gekostet hätte, der hätte unser Gehaltsgefüge gesprengt und das hätte nicht funktioniert.
Dennis, ist es für dich auch so eine klare Nummer? Bist du auch der Meinung, dass Kolumuani in einem Jahr auch noch den Betrag sogar erzielt hätte, gerade wenn man auch die ersten Spiele sich anschaut? Ja, also ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass Kolo die Saison bestätigt hätte. Ich war auch immer ein Verfechter davon, dass er bleiben soll. Die EM wird in Deutschland sein. Natürlich spielt er sich jetzt mit seinen Nationalmannschaftskollegen ein, aber im Endeffekt hätte er auch bei uns eine gute Saison noch spielen können und dann die EM in dem Land, wo er die ganze Zeit Fußball spielt, das hat ja auch noch was. Da hätte er bestimmt, wenn er mit Frankreich in Frankfurt spielt, nochmal doppelte Unterstützung gehabt. Aber okay, ja, er hat sich anders entschieden. Da muss ich dem ersten Teil der These auch mal recht geben. Da heißt es ja, wer nicht für Frankfurt spielen soll, der soll auch weggehen. Aber das ist ja klar wie Kloßbrühe, finde ich. Was wollen wir mit einem Spieler, der keinen Bock auf uns hat? Ja, und dann auch noch, der dann so eine große Rolle bei uns einnimmt. Aber dem zweiten Teil kann ich jetzt nicht ganz so einfach zustimmen. Erstmal finde ich, dass Paris ihrem schlechten Ruf total gerecht geworden ist, dass die da ankommen mit, was war das erste Angebot, 50, 60 Millionen und ziehen das wie Kaugummi durch die ganze Transferperiode. Und das finde ich auch schon sehr schwierig für den Krösche dann. Du bist dir nicht sicher, meinen die es jetzt wirklich ernst, wenn die jemals an unsere 100 Millionen Forderungen auch nur annähernd rankommen? Und das war ja auch das Argument von ihm. Gegen 18 Uhr sah das noch so weit weg aus. Und da haben wir gesagt, auf keinen Fall, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir haben keinen Nachfolger, ihr kommt nicht an die 100 Millionen ran, wir verkaufen nicht. Und deswegen haben wir ja noch Borré ausgeliehen nach Bremen. Ja, was mich für ihn freut, dass er wieder mehr spielt, aber für uns ist es natürlich jetzt doppelt bitter. Und dann nach 18 Uhr dreht sich das alles nochmal. Was man dann im Nachhinein alles darüber gehört hat, das enttäuscht mich maßlos von ihm. Ich hatte auch ein Kolomoani-Trikot. Ich weiß nicht, ob ich das jemals wieder anziehen werde. Unpräpariert. Aber ich denke, da kommt auch viel vom Berater. Man muss halt auch noch sehen, dass halt auch nur ein Mensch, der hat im letzten Jahr so einen rasanten Aufstieg gehabt, der hat die WM in Katar. Also Katar ist ja eh so ein bisschen ja, zwiegespalten, sage ich jetzt mal. Und da spielst du einen ganzen Winter, Sommer, wie auch immer, mit Mbappé zusammen, da in dieser Nationalmannschaft, und der erzählt dir da irgendwas, setzt dir einen Floh ins Ohr, und dann kriegst du diesen Berater von Dembélé, der für Streiks bekannt ist. Schwierig. Also, ich würde jetzt die Schuld nicht zu extrem auf Kolo setzen, auch wenn dieser Spruch, der Jens eben schon gesagt hat, ich will nie wieder ein Spiel im Eintracht-Trikot machen, was er wohl an Vorstand gegeben hat. Das ist ja wohl das Allerletzte. Also 0,0 Dankbarkeit, hat direkt seinen ganzen Instagram-Account gelöscht. Das tut schon weh. Also so, wir wissen, dass es ein Geschäft ist und wir wissen, dass Spieler schnell wechseln, aber das war schon ein harter Tobak. So, und der letzte Punkt zu diesem Deal. Ich war so tendenziell auch der Typ, ich hätte gesagt, geh all in sozusagen auf diesen Bahi von Montpellier, weil der sah wirklich sehr interessant aus. Und meine Idee wäre gewesen, im schlimmsten Fall spielt Kolo und Bahi zusammen im Sturm und wir zerreißen die ganze Bundesliga und im nächsten Jahr kann Kolo für über 100 Millionen gehen. Der wäre halt so um die 35 wert gewesen und das haben wir dann halt verpasst, weil Paris einfach noch so weit weg war und wir haben gesagt, wir können das Risiko nicht eingehen. Und jetzt stehen wir halt ohne Ersatz da. Das ist so das Einzige, was mich recht stört an diesem Transfer, dass wir da nicht doch bereit waren, ein bisschen ins Risiko zu gehen. Andererseits finde ich es aber auch gut, dass wir immer noch einfach Frankfurt sind, immer noch vernünftige Transfer machen und nicht größenwahnsinnig werden. Lo, dann, oder, ja, Jens, bitte. Nur ganz kurz wegen Bahi, ne? Also ich bin mir sicher, die Eintracht war dran, aber er ist ja innerhalb Frankreichs gewechselt. Ich glaube nicht, dass der ins Ausland wollte. Und deswegen war das, denke ich mal, dann auch relativ schnell erledigt. Ja, und wie Ich gesagt, glaube, ja. es lag aber auch an anderen Gründen. Also ich meine, ich hätte gelesen, Eintracht wäre sich mit ihm handelseinig gewesen. Nur die Eintracht hatte ein Angebot auch von 15, 20 Millionen oder sowas angegeben, wollte sich rantasten. Und Lenz, glaube ich, dahin ist er gegangen. Die haben dann diese 35 Millionen bezahlt, die die haben wollten und sehr schnell. Und der spielt da Champions League. Und bei uns war es noch so unsicher, können wir diese Summe überhaupt stemmen? Ich glaube, da war es so ähnlich, dass er einfach gesagt hat, ich mache jetzt Nägel mit Köpfen und spiele halt Champions League. Hätten wir da früher ernst gemacht, glaube ich, hätten wir da eine realistische Chance gehabt. Meine Theorie. Flo, Okay, wie gesagt, ja. Flo, ist es dann nicht vielleicht sogar doch ein bisschen fehlerhaft gewesen, dann Boré ziehen zu lassen und dann nicht zu sagen, okay, wir setzen alles auf eine Karte, PSV wird eh nicht mehr sich melden oder das Gebot mitziehen?
Ja, es ist halt ist so ein bisschen die Frage. Markus Krösche hat ja gestern ein Statement dazu abgegeben, beziehungsweise ein Interview, wo er gesagt hat, wenn wir gewusst hätten, was in den Stunden nach 18 Uhr passiert wäre, hätten wir Raphael Boré nicht verliehen. Ja, und ich meine, das sagt ja alles. Zu dieser Wahi-Sache, ich glaube, es war tatsächlich auch eine finanzielle Sache. Ich glaube, die Eintracht konnte auch einfach vor 18 Uhr nicht sagen, so hier Montpellier oder irgendjemand anderem, Wahi war da ja schon weg. Hier habt ihr 35 Millionen, wenn man nicht weiß, dass das Geld vorher reingekommen ist. Und deswegen würde ich da Markus Krösche gar keinen Vorwurf machen. Natürlich haben wir jetzt keinen, ich sag mal, 1:1 Ersatz zu Randall Kolo Muani. Aber ich bin mir auch da sehr, sehr sicher, dass die Mannschaft das irgendwie auffangen kann. Da kommen wir ja vielleicht auch in der zweiten These jetzt gleich nochmal dazu. Aber ich glaube, das Geld war einfach nicht da und ich hätte, wenn man gewusst hätte, was um 0:30 Uhr oder um 11 Uhr passiert, am Abend Raphael Boré nicht verliehen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Markus Krösche ihn auch nicht verliehen hätte, wenn das nicht passiert wäre. Ja, jetzt aber dann an der Stelle muss man ja sagen, das ist ja das Risiko, was er als Vorstand mittragen muss, weil es heißt immer, wenn Genau. er gewusst hätte, was passiert, er ist derjenige, der das final mit dem Vorstand im Aufsichtsrat entschieden hat. Das heißt, er hätte sagen können, okay, ob wir den Muani, Kolo Muani noch verkaufen oder nicht, wissen wir nicht. Eine Wahrscheinlichkeit ist noch da. Und solange diese Wahrscheinlichkeit da ist, geben wir einen Boré auf gar keinen Fall in diesem Sommer ab, weil wir uns sonst zu sehr ausdünnen. Genau. Ist es nicht deiner Meinung nach vielleicht doch einfach zu einfach gewesen, dann zu sagen, wenn ich gewusst hätte das, weil er ist mit ein Entscheider. Genau. Also ich glaube auch, dass wenn Paris nicht wirklich diese 95 Millionen geboten hätte, dass es Markus Krösche nicht gemacht hätte. Es war ja wohl so, ich meine, wir sind alle nicht dabei gewesen, die Medien auch nicht, auch wenn es der ein oder andere Journalist gerne gewesen wäre und sich so aufgeführt hat. Aber wenn wirklich um 18 Uhr der Deal mehr oder weniger geplatzt war, ja, da haben ja auch alle berichtet, es ist rum. Dann musst du dir, glaube ich, als Markus Krösche überlegen, okay, was mache ich jetzt? Will ich einen Raphael Boré eventuell sogar ein halbes Jahr auf der Tribüne sitzen lassen oder lasse ich ihn gehen? Weil wir haben ja den Kolo nach aktuellem Stand noch. Und ich glaube, in dem Fall ist es dann einfach zu dem Zeitpunkt war es so und dann musste sich er entscheiden. Es wird auch ein bisschen Einsparung, was das Gehalt gewesen, gegeben. Nee. Es wird auch ein bisschen Einsparung gegeben haben, was das Gehalt angeht. Und deswegen kann ich ihm da keinen großen Vorwurf machen. Jetzt ja, wir haben keinen 1:1-Ersatz, aber ich glaube, dass, wie wir letztes Jahr gespielt haben, das hat man auch gesehen, wenn Boré gespielt hat, dass Boré nicht in das Spielsystem, wie es die Eintracht letztes Jahr hatte, mit Kolo Muani vorne gepasst hätte. Deswegen finde ich, war es die richtige Entscheidung. Okay, Okay. Jens, ich würde jetzt gerne direkt zur zweiten These kommen, außer du hast noch Okay. was. Wenn du was Ja, ganz nee, mir Kurzes hast, geht's dann nur auch. ganz kurz nur. Ich meine, wir können keinem Vorwurf machen, wenn in Europa, in allen Ländern um 18 Uhr Schluss ist, dann gibt's das Problem nicht. Ja, und eigentlich sollte auch das Transferfenster schließen, bevor die Runden losgehen. Da brauchen wir also, ich glaube, um das Ganze abzukürzen, um die Sache einfacher zu machen. Damit zur zweiten These, und zwar weg von den ganzen Transferthemen, haben wir jetzt genug drüber geredet. Ich glaube, die letzten Tage sowieso, es kann auch bald gar keiner mehr hören, lesen oder was auch immer. Deswegen kommen wir nun zum Fußballerischen. Und zwar zu dir, Jens. Die ersten Pflichtspiele haben eine gewisse Schwerfälligkeit gezeigt. Die Handschrift von Dino Topmöller ist noch nicht zu erkennen. Das kann man ja oder nein sagen. Also ich habe so das Gefühl, was die Abwehr angeht, es ist ein bisschen besser geworden als was mich vielleicht nur ein bisschen stört bei der Abwehr, ist, dass diese ständige Wechselerei. Also ich habe, als ich die Abwehr in Mainz gesehen habe mit Smolcic, Koch und Pacho, fand ich eigentlich, die Idee ist gar nicht so schlecht mit den dreien. Warum er dann im Europapokal dann wieder gewechselt hat und den Tudor reingebracht hat. Aber man muss auch sagen, er hat es gut gemacht. Ich glaube, die anderen beiden unterstützen ihn da auch. Was so ein bisschen fehlt, ganz klar. Und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass das Spiel halt eben nach vorne. Beim Herrn Götze habe ich so das Gefühl, du kannst ihn anspielen, egal bei was, aber dann dreht er erstmal drei Kreisel und dann geht der Ball nicht nach vorne, sondern meistens nach hinten. Das sieht alles so ein bisschen nach Fußball aus, sage ich mal. Wir bleiben im Ballbesitz, wir verlieren die Bälle nicht so schnell. Wenn ich jetzt mal den Donnerstag nehme, wo viele wahrscheinlich gedacht haben, es kommt in die Verlängerung. Wenn man das Spiel sieht, wir lassen den Gegner viel laufen. Also irgendwann so ab der 70., 80. Minute merkt man dann auch schon,
dass die anderen ein bisschen müde werden. Ich habe so ein bisschen so da das Gefühl, dass wir da ein bisschen mit hinkommen. So, wie gesagt, schnelles Spiel ist schwierig im Moment nach vorne, weil wir jetzt erst nach und nach wahrscheinlich auch mit dem Tunesier einen Spieler bekommen haben, der das machen kann. Ich bin gespannt, ob er heute auf der Bank sitzt oder ob er vielleicht auch anfängt, werden wir sehen. Also spielerisch würde ich sagen, wenn man es vergleicht mit dem Jahr davor, die Schnelligkeit fehlt noch so ein bisschen, aber es ist halt, wir haben einen großen Wechsel von allen Spielern jetzt mittlerweile drin. Die müssen sich erst einspielen und ich denke mal, dafür, dass wir noch nicht verloren haben, sieht zwar noch nicht so schön aus, aber ich denke, das wird kommen, denke ich einfach mal. Wenn jetzt die Länderspielpause vorbei ist und wir kommen so in einen kleinen Flow rein, denke ich, wird das anders aussehen. Dennis, bist du da ähnlich optimistisch und findest auch, dass die Mannschaft eigentlich schon relativ gefestigt ist, jetzt halt einfach noch ein paar Wochen braucht, um sich final einzuspielen? Ja, das kann man schon so sagen. Also das Erste, was mir auf jeden Fall auffällt, ist schon mal, dass wir eine recht stabile Defensive haben, obwohl wir da auch immer wieder einen Schnitzer haben. Also ich erinnere an ein Pokalspiel, wo Koch gegen Pacho gelaufen ist oder so. Natürlich ist das eine neue Abwehrkette, das muss ich noch einspielen. Das ist ja genau das, was wir gerade sagen. Aber so im Endeffekt, wenn man sich anguckt, wie viele Tore wir kassiert haben jetzt in den ersten Spielen, ist das sehr überschaubar. Wir haben einige Male zu Null gespielt, natürlich noch nicht gegen die ganz großen Gegner, auch nicht aus der Bundesliga und noch nicht international. Aber das kommt sicher noch und das ist doch genau der Vorteil. Wir haben einen sehr einsteigerfreundlichen Spielplan erwischt dieses Jahr und wir sammeln müßig die Punkte zusammen, auch wenn der in Mainz ein bisschen schwieriger war, aber immerhin, ja, also das war dann auch so eine mentale Sache und da würde ich gern sagen, also so die Spielidee von Dino sehe ich jetzt in Ansätzen, aber halt natürlich ist klar, nach so einem Umbruch mit einem Trainer, viele Spielerwechsel, ist klar, dass du die Handschrift nicht sofort siehst. Aber was mir bei ihm auffällt, ist das, was eben schon als fast Negativargument gebracht wurde. Wir rotieren recht viel. Also das war ja das Problem beim Klasner am Ende in dieser Crunch-Time der Saison. Hat er gesagt, ich habe nur die Elf. Was soll ich denn machen? Ich kann doch nur die spielen lassen. Und jetzt auf einmal haben wir die Kette, wechselt immer mal durch. Rechts spielt mal jemand anders, links spielt mal jemand anders. Im Zentrum rotiert er mal. Jetzt im Sturm, okay, ist das nochmal eine ganz andere Geschichte. Da wird er wahrscheinlich auch viel rotieren müssen. Aber im Endeffekt hast du dann keinen Kader mehr von 11 Stammspielern, sondern vielleicht 15, 16 Mann, die alle eine Rolle spielen. Und da hast du vielleicht, wenn sich jemand mal verletzt oder jemand mal ausfällt, nicht so die großen Probleme, weil du wirklich so diese eine Stammelf hast. Und das finde ich, macht er ganz gut. Das wird uns vielleicht am Ende der Saison zugutekommen. Und eine Sache erkenne ich auch noch beim Fußball von Dino Topmöller. Wenn wir so am Ende der Abwehrreihe vom Gegner ankommen, da sehe ich öfter, dass die Pass zurückspielen, zum Beispiel auf den Götze oder den Skiri oder so, und dann starten zwei, drei Mann hinter die Kette und da kommt so ein Lüpfer über die Kette. Das haben wir früher eher nicht so gemacht. Wir hatten ja eher so einen überfallartigen Fußball und jetzt spielen wir schon so ein bisschen, ich will es gar nicht so richtig aussprechen, aber so ein bisschen Bayern-orientiert. Ich meine, Dortmüller war ja vorher Assistenztrainer bei den Bayern und die spielen immer gegen tiefstehende Gegner. Und dieses Mittel, was wir jetzt versuchen anzuwenden, das kannst du halt nur, wenn du fußballerisch sehr stark bist. Weil so in so einem engen Raum so ein Abpraller dann über die Kette lupfen, das ist gar nicht so einfach, dass er genau da hinkommt, wo er hinkommen soll. Und das habe ich jetzt bestimmt schon 10, 20 Mal gesehen, auch im letzten Conference League-Spiel. So ist, glaube ich, auch ein oder sogar beide Tore gefallen. Das erste ist, glaube ich, so gefallen. Das gefällt mir schon ganz gut. Und ich bin neugierig darauf, was wir noch von Dino Topmöller sehen werden. Das Einzige, was mir jetzt so ein bisschen fehlt, ist die Emotionalität bei ihm. Die hat mir bei Klasner so gut gefallen und ich war auch sehr frustriert, als er dann gehen musste. Aber ja, ich kann mich mit Dino anfreunden. Die Idee ist ansatzweise zu sehen. Die Defensive ist stabiler geworden und ja, ich finde Okay, es ganz Flo. gut, dass er mehr Spieler in den Kader mit aufnimmt. Flo, ist es für dich genauso? Mir fehlt vor allem offensiv noch die Tiefe im Eintracht-Spiel. Also man hat es jetzt, wie der Dennis gesagt hat, gegen Sofia ganz gut gesehen. Beide Tore sind durch einen tiefen Laufweg gegangen. Und dann nervt mich, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber da finde ich, ist auch Mario Götze noch durchaus verbesserungswürdig, weil er eben oft, wie der Jens gesagt hat, abdreht und das Spiel gefühlt langsam macht. Und wir haben eigentlich die Spieler, um das Spiel schnell zu machen.
Und man hat es dann auch gegen Sofia gesehen. Natürlich haben wir die vorher müde gespielt, in Anführungszeichen. Aber die beiden Tore sind durch die Tiefe entstanden. Auch die Situation vorher, ich erinnere mich an das Tor von Marmoush, das mit zu Recht mit Abseits abgepfiffen wurde. Aber da hat die Tiefe gefehlt dem Spiel der Eintracht. Und ich hoffe, dass der Chaibi da ein bisschen Abhilfe leisten kann. Weil wir haben vor allem mit Marmoush, wir haben auch mit einem Ngankam jetzt Spieler, die in die Tiefe gehen können und so dann die Torgefahr erzeugen können. Weil das, was der Dennis gesagt hat, dass wir den Ball hinter die Kette bringen, mit einem Ball vorher zurück, das läuft eben auch nur, wenn die Spieler dann wirklich auch den richtigen Weg haben, wenn die Spieler das auch verinnerlichen. Und das war bisher, finde ich, nicht so. Die Defensive, ja, wir haben bisher wenige Tore oder bekommen. Man muss aber auch sehen, und das mit vollem Respekt vor den anderen Mannschaften, wer gegen wen wir gespielt haben. Da waren zwei, drei Patzer dabei, wie die beiden auch schon gesagt haben vorher, die wahrscheinlich von anderen Mannschaften bestraft waren. Also mir fehlt derzeit noch ein bisschen was im Spiel der Eintracht. Das ist vor allem, wie gesagt, die Tiefe. Das ist in einer gewissen Art und Weise auch eine Kreativität. Ich bin aber sehr, sehr optimistisch, dass das im Laufe der Saison klappt, weil wir haben die Spieler dafür. Dass von Anfang an nicht alles klappt, das ist jetzt im Doppelpass, müsste man jetzt keine Ahnung, wie viel Euro mittlerweile ins Phrasenschwein machen, ist ganz klar. Die Mannschaft muss sich einspielen. Wir haben auch vor allem in der Offensive mit Lindström und jetzt Kolo Muani auch einfach wichtige Leute verloren, auf die das Offensivspiel zugeschnitten war. Also da muss auf jeden Fall, oder ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass da noch was passieren wird. Jens. Für dich genau das Gleiche, dass du auch der Meinung bist, dass da auch nach vorne noch eine ganze Menge sich entwickeln wird. Auch Dennis hat es ja die Taktik schon so ein bisschen angesprochen, die Bayern-Taktik auch für dich schon zu erkennen gewesen. Ich möchte das Wort nicht in den Mund nehmen, mit B und Taktik. Tut mir leid. Ja, nee, ist schon okay. Aber ja, klar, logisch. Es bleibt ja nichts anderes übrig gegen tiefstehende Gegner, das so zu versuchen, weil da nutzt dir keine Geschwindigkeit. Was vielleicht ein bisschen fehlt, ist noch so das Eins gegen Eins. Ne? Das hatten wir halt auch im letzten Jahr, wenigstens im ersten halben Jahr, dass man auch mal versucht hat, seinen Gegenspieler auszuspielen. Nicht nur Geschwindigkeit, sondern man hat auch mal versucht, jemanden auszuspielen. Das ist das, was ich hoffe, dass das wiederkommt, weil wir wissen alle, ne, wenn du ein oder zwei Spieler ausspielst, dann ist immer irgendwo einer frei, den du anspielen kannst oder halt auch selber mal aufs Tor schießt. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Eintracht jetzt auch mit dem Nkunku noch zwei oder noch einen Spieler bekommen hat, der dem ganzen System sehr, sehr helfen kann. Weil wir hatten vorher einen Philipp Max, der eigentlich schon auch die Position spielen kann, aber bisher noch nicht so ganz gezündet hat. Dann hat Dina Bimbe links gespielt, er ist Rechtsfuß. Vor allem auf der Position, wie die Eintracht die Flügelspieler oder die Außenverteidiger, wie man es auch immer sehen will, spielt, muss eigentlich ein Linksfuß auf links spielen, um da durchzubrechen. Ich glaube, dass die Mannschaft Zeit braucht. Ich glaube, dass die Mannschaft aber durchaus das Potenzial hat, um eine gute Saison zu spielen. Und ich glaube auch, dass die Mannschaft das Potenzial hat, um die Idee von Dino Topmöller umzusetzen. Dann will ich ja da jetzt auch nochmal reinspringen. Du hast jetzt gerade den neuen Nils Nkunku erwähnt. Ich habe natürlich mal wieder meinen YouTube-Scouting verwendet und habe den schon mal analysiert. Der erinnert mich schon so ein bisschen offensiv an Kostic und defensiv, muss ich sogar sagen, ein bisschen an Hinti. Also wie viel Grätschen ich in dem sein Highlights-Video gesehen habe. Ich glaube, das könnte jemand werden, der auch dann mal die Menge mitreißt, weil das hat der Hinti ja auch mal gemacht. Wenn er dann hinten einen kurz vorm 16er umsäbelt und es gibt nicht mal Foul, das kann schon was werden. Wenn du da so einen hast, der Power hat und vor allem, das hat man vorhin in der ersten These schon gesagt, wenn du eine Mannschaft hast, die alle für die Eintracht brennen, die alle Bock auf dieses Projekt haben, die alle Bock auf diesen Verein, auf die Fans haben. Das hast du auch am Marmoush gesehen nach dem 1-1, wie er da das genossen hat. Der kommt von Wolfsburg. Ja? Das ist eine ganz neue Geschichte für ihn. Und lieber spiele ich mit Leuten, die nicht ganz qualitativ auf dem Niveau bisher sind, vielleicht da noch hinkommen können, aber halt dafür für den Verein brennen und alles dafür geben würden, anstatt irgendwelche Star-Allüren von irgendwelchen Dieben. Da haben wir schon die Diva am Main, das reicht, da brauchen wir nicht noch so Spiele. Und nun richten wir den Blick aufs heutige Spiel, Dennis, mit der dritten These. Mit einem Sieg gegen Köln wäre es trotz aller Turbulenzen ein perfekter Saisonstart. Ja, also perfekt ist vielleicht das falsche Wort, aber ein sehr guter Saisonstart auf jeden Fall. Also ich meine, 7 Punkte aus den ersten 3 Spielen,
Kann ich absolut mit leben. Pokal weiter, Conference League eingezogen. Also da haben wir unseren ganzen Soll erfüllt. Natürlich perfekt wäre es gewesen, wenn du in Mainz noch gewinnst, wenn da nicht dieses Missverständnis hinten gewesen wäre, wo wir vorhin auch schon drüber geredet haben. Dann gewinnst du das Ding vielleicht sogar und dann wäre es Richtung perfekten Saisonstart gegangen. Aber ja, ich sehe es schon so, dass es ein sehr, sehr guter Auftakt sein kann, wenn wir heute gewinnen. Aber das ist halt auch noch ein Wenn. Müssen wir mal abwarten. Ich hoffe, dass wir erstmal mit den alteingesessenen Spielern starten werden und trotzdem zum Beispiel Nils Nkunku oder Chaibi von der Bank kommen sehen und mal einen ersten Eindruck kriegen, wie gut sind die denn wirklich. Ich bin schon sehr gespannt auf die neuen Jungs. Und eine Sache noch, wenn wir schon bei den Spielern sind. Larsson hat mir im letzten Spiel, im Conference League Spiel, super gut gefallen. Ich würde ihn gerne in der ersten Elf sehen für heute. Flo, also eben sagt Dennis noch mit der gewohnten Aufstellung, aber dann doch den Larsson von Anfang an. Ja, Mit dem Jakic Kollegen Rehse hat er noch ist ja, gesagt, Jakic ist der. doch eh angeschlagen, oder nicht? Nee, nee, ist ja absolut in Ordnung. Nkunku wird ja der neue Kostic-Hinti, Ja. Co-Hinteregger quasi. Flo, wie sieht es für dich aus? Wäre es auch ein perfekter Saisonstart oder wie Dennis eben auch schon gesagt hat, naja, das Ding gegen Mainz hätte man eigentlich doch schon gewinnen müssen, um das perfekt bezeichnen zu können? Genau, also perfekt wäre es mit einem Sieg gewesen. Es wäre ein sehr, sehr guter Saisonstart, wobei ich auch sage, das 1-1 in Mainz hat sich angefühlt wie ein gewonnener Punkt, nicht wie zwei verlorene. Die Mannschaft hat da gezeigt, dass sie absolut den Willen hat, dass sie den Charakter hat, auch einem Rückstand lange hinterherzulaufen und an sich glaubt. Ich glaube, dass sowas schon auch helfen kann am Anfang einer Saison, vor allem wenn noch nicht alles abgestimmt ist, wenn du siehst, okay, wenn wir alles geben, dann holen wir auch nochmal einen Punkt, obwohl er unverdient war, obwohl er ganz, ganz spät war. Ein perfekter Saisonstart wäre es, oder ein sehr, sehr guter Saisonstart wäre es heute mit einem Sieg. Wobei ich auch sage, Köln steht auch schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, so sage ich mal. Die müssen heute auch. Es wird ein unfassbar schwieriges Spiel, meiner Meinung nach. Ich habe gelesen oder nachgeschaut, von den letzten 7 Spielen gegen 4 Stück 1-1 aus. Wobei ich persönlich sage, 1-1 heute wäre mir fast zu wenig. Dann wäre es kein sehr guter Saisonstart, sondern dann wäre es von mir aus ein solider Saisonstart, weil man einfach nicht vergessen darf, dass wir Pokal und Conference League weiter sind, beziehungsweise uns qualifiziert haben. Das war sehr, sehr wichtig. Es war wichtig, in der Bundesliga gut reinzukommen. Das ist man mit 4 Punkten. Aber wirklich sehr gut wird es heute nur mit einem Sieg gehen können. Jens, perfekter Saisonstart, sehr guter Saisonstart oder guter Saisonstart? Ja, ich kann mich den anderen beiden nur anschließen. Also, wie gesagt, perfekt wäre gewesen, oder ist, wir wissen es ja noch nicht, wenn es 9 Punkte sind. Aber ich sag mal so, wie gesagt, durch den ganzen Umbruch können wir, glaube ich, mit dem, was wir bisher jetzt haben, eigentlich recht zufrieden sein, wo wir stehen, wo wir weitergekommen sind. Und ich glaube, da können wir nochmal reden, wenn die erste oder die ersten 10 Spiele rum sind, dann kann man vielleicht nochmal darüber sprechen, ob es gut oder schlecht war, so nach 3 Spielen. Und wir haben ja vorhin auch schon gesagt, nicht jetzt wegen den Gegnern unbedingt, aber wir haben schon ein relativ einfacheres Programm bisher gehabt. Wenn da jetzt noch einer dazwischen gewesen wäre von denen, die eigentlich sonst immer da oben stehen, hätte es vielleicht anders ausgehen. Wir wissen es nicht, hätte wenn und aber, ne? Kommen wir dazu. Aber ich glaube, so nach 10 Spielen kann man es dann eher sagen, als nach 2 oder 3 Spielen. Flo, Dennis hat es eben gerade gesagt, Larsson war überragend oder hat ein sehr gutes Spiel gezeigt nach seiner Einwechslung. Wäre er auch ein Kandidat heute für dich in der Startformation? Ja, also ganz ehrlich, ich fand ihn auch sehr, sehr stark gegen Sofia. Jakic ist ja wohl raus, er hat ja eine Gehirnerschütterung. Da schon, ich weiß nicht ehrlich gesagt ganz genau, Rode ist ja wieder im Kader auf jeden Fall, hab ich gelesen. Der wäre sicher auch, oder Sebastian Rode ist für mich immer ein Kandidat fürs defensive Mittelfeld oder fürs zentrale Mittelfeld. Das ist ja so ein bisschen das Schöne der Zeit. Also wir haben so viele Möglichkeiten. Möglichkeit ist sicher auch, dass du den Mario Götze ein bisschen defensiver stellst und dann dafür den Chaibi von Anfang an bringst. Also ja, Larsson hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der ist da in Sofia reingekommen und jeder hat gedacht, oh Gott, der ist 19, aber der hat das so souverän gemacht, ist da über den Platz gerannt mit seinen 2,50 Meter langen Beinen, ja, und Okay. hat es richtig stark gemacht. Er ist absolut ein Kandidat und es gibt schon auch einen Grund, warum ihn halb Europa wollte. Es gibt Gott sei Dank einen Grund, warum ihn die Eintracht bekommen hat.
Und zum Spiel gegen Köln, ich bin mittlerweile unfassbar froh, dass Elias Giri bei uns spielt und nicht mehr in Köln, weil der war so gut immer gegen uns. Ja. Da bin ich sehr, sehr froh, dass er heute das aus meiner Sicht richtige Trikot anhat. Dennis, hast du dann auch das Gefühl bei dem Larsen vielleicht, naja, wie gesagt, er ist mit 19 Jahren noch sehr jung, dann gegen Köln direkt in einem doch schon wichtigen Spiel, naja, ist der dritte Spieltag, aber könnte es nicht noch ein Ticken zu früh sein, weil ich sag mal, Köln und Sofia, man will ja nicht zu nahe treten, aber da liegen wahrscheinlich doch noch mal ein paar Klassen dazwischen. Nee, also ich würde den einfach mal reinschmeißen. Genau, das war auch so ein bisschen ein Kritikpunkt an Klaassen im Endeffekt, dass er zu wenig auf den Nachwuchs, auf die Jungen, die noch vielleicht ein, zwei Schritte zu gehen haben, vielleicht noch den einen oder anderen Fehler mal machen müssen, um das noch zu lernen und halt noch ein bisschen brauchen einfach, aber schon sehr gute Ansätze zeigen. Und ich finde, genau das macht der Larsson. Der hat eine super Ruhe am Ball, eine mega Übersicht, der hat eine wahnsinnige Ballkontrolle. Also das ist unglaublich, dass der Typ erst 19 ist. Als ich wieder mal mein YouTube-Scouting benutzt habe, habe ich gedacht, ey, der erinnert mich so ein bisschen an Bellingham. So, der ist gefühlt überall, der ist defensiv, der hat diese langen, unendlich langen Beine, wo er immer irgendwie ans Bällchen rankommt. Und dann, wenn er den Ball hat, ist es nicht so, dann ist es jetzt Chaos, sondern dann ist es immer noch sehr, sehr gut, was er da macht. Und ich würde es einfach mal riskieren. Also wenn wir uns erinnern, letzte Saison, wo war das? In Lissabon. Rode kommt zur zweiten Halbzeit rein. Da wissen wir alle, was läuft. Ja. Also den kannst du auch mal bringen. Ja. Und ich würde da einfach jetzt, wo er gerade ein gutes Spiel gemacht hat, wo er jetzt gerade so vielleicht ein bisschen drin ist, das ist vielleicht genau der Moment, um ihn jetzt mal ranzulassen. Und wie gesagt, du hast einen Rode auf der Bank. Wenn es nicht läuft, wenn irgendwas gar nicht geht, du kannst auch mal in der ersten Halbzeit nach 30 Minuten wechseln und sagen, es war eine schlechte Idee oder so. Würde ich jetzt nicht zwingend machen, dann vielleicht direkt nach der Halbzeit, aber wir haben da die Option. Wir haben jetzt noch Shaibi und Nils Nkuku, die haben ja schon ein paar Mal angesprochen. Hauge hat eine super Vorbereitung gemacht, den würde ich aber auch erstmal auf der Bank noch lassen. Ich würde mit Ngangkamp und Marmoush vorne spielen. Aaronson macht auch gute Eindrücke, aber den sehe ich zum Beispiel, obwohl er jetzt schon ein halbes Jahr da ist, noch nicht so weit wie in Larsson. Also dieser Larsson hat sich nahtlos eingefügt. Also ich finde, er ist bereit für eine Startaufstellung, auch wenn wir einen Rode auf der Bank dafür lassen müssen. Das ist eher ein Luxusproblem für uns, ja. Jens, wir wissen ja bekanntermaßen, dass die Trainer bei uns vorher nochmal den Fan-Talk schauen. Deswegen hast du jetzt auch nochmal die Möglichkeit zu sagen, ob du aufstellungstechnisch da genau der Meinung bist. Wir wissen, du bist schon am Stadion. Vielleicht bist du ja auch gleich noch in der Kabine und hast uns einfach davon noch nichts erzählt. Ja, und gehst dann schon mal an die Magnettafel und stellst die Spieler hin. Aber wie ist für dich die Aufstellung dann heute? Also ich muss dem Dennis da ein bisschen widersprechen. Natürlich gibt es für mich nur, egal wie alt einer ist, gut oder schlecht, ne? Die Besten sollen spielen, aber unseren Kapitän, wenn er spielen kann, draußen zu lassen, weiß ich jetzt nicht. Der Larsson, eigentlich war ja das Ziel erstmal, dass der Skiri alleine spielt, ne? Der soll das Defensive alleine machen. Jetzt haben wir mit dem Larsson noch einen bekommen, der eigentlich auch diese Position spielen kann. Nach vorne, der hat am Donnerstag defensiv super klasse gespielt. Nach vorne hat noch so ein bisschen gefehlt, aber nochmal, er ist 19, der muss sich auch erstmal zurechtfinden. Der ist jetzt ganz neu bei uns. Man kann ihn einwechseln, denke ich mal. Der Rode soll so lange laufen, wie die Beine oder die Füße und die Knie tragen. Und dann kann er jederzeit reinkommen. Und dann habe ich eigentlich gar kein Problem damit, dass der es vielleicht schafft, sich bei uns festzusetzen, spätestens in der Rückrunde. Okay. Dann will ich jetzt nochmal ein Gegenargument bringen. Wenn wir jetzt mit Larsson anfangen, dann haben wir sozusagen eine alteingesessene Mannschaft drumherum, mehr oder weniger, und dann den Larsson als jungen Hüpfer. Und wenn wir dann Larsson gegen Rode austauschen, können wir Shaibi vor ihn setzen und wir haben einen führenden Rode, der den neuen Shaibi so ein bisschen an die Hand nimmt, der ja auch noch nicht so alt ist. Nur mal so eine Also Idee, ja. nur ganz kurz, ne? Es dürfen nur 11 spielen und wir können, glaube ich, nur 5 wechseln. Also das ist halt das Problem. Also es wird immer jemanden treffen, der vielleicht jetzt enttäuscht ist, weil er nicht spielt. Aber das ist eine lange Saison. 3 Wettbewerbe, Leute. Warten wir mal ab. Ja, Jens, dann sag uns doch direkt mal, wie geht denn das Spiel heute aus? Ich bin ja mal so dieser 4-1-Tipper, ne? 4-1-Tipper. Ich kenne immer nur die 1-1-Tipper und die 2. Also ich bin immer der 4-1-Tipper. Alles klar? Also Jens 4-1 oder kam da noch ein anderer? Nein, ich bleibe beim 4-1. Im Grunde genommen bin ich froh, wenn wir das Spiel gewinnen. Es wird schwer werden. Aber ich bleibe beim 4-1. Heute wird sich zeigen, dass auch andere das Tor treffen. Nach den gestrigen Ergebnissen ja nicht unwahrscheinlich, was da alles an Toren gefallen ist. Dennis, dein Tipp. Ich
auch schwer, sehr schwer einzuschätzen. Ich sage, weil Skiri bei uns spielt, schießt Köln kein Tor und ich sage mal, wir gewinnen 2-0. Wir machen es 1-0 zwischen der 30. und 65. so irgendwo in der Mitte und das letzte Tor dann so in der 85. machen wir dann einen Deckel drauf. Hast du Gewinnen. vielleicht auch schon im Stadion? Nee, ich schaff's heute leider nicht, ich hab Dauerkarte. Er ist im Kölner Keller. Also, Ja, genau. deswegen, weil der hat schon genau vor sich alles stehen, wie es laufen muss. Wunderbar, wissen wir auch Ja, Bescheid. das Skript, genau. Ja, Lese ich gerade genau. ab. Flo, ein Tipp zum Abschluss. Wie gesagt, von den letzten Spielen gingen 4 Stück 1-1 aus. Von den letzten 7 Spielen gingen 4 Stück 1-1 aus. Deswegen tippe ich auf 2-0. Aber Gut 2-2-0, argumentiert. ich kann da direkt dazu sagen, ich habe nämlich auch ein 2-0 im Kopf, weil die Kölner heute hoffentlich kein einziges Mal treffen. Und wir haben ja erst 2 Gegentore in dieser Saison oder ja in dieser Pflichtspielzeit kassiert. Insofern, warum nicht heute mal wieder keins? Ja, denn Genau. es waren ja insgesamt schon 3 Spiele zu 0. Also in dem Sinne, ich bedanke mich recht herzlich bei euch dreien. Wir alle sehen uns wieder in 3 Wochen, nämlich wir haben ja eine Länderspielpause dazwischen. Und zwar vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am 24. September. In diesem Sinne, drücken wir die Daumen, dass unsere Tipps heute irgendwie zutreffen werden, egal wie es am Ende ausgeht, Hauptsache die Eintracht gewinnt. Bis dann, mach's gut, ciao und tschüss. Alles klar, Vielen Dank. ciao, Ciao. tschüss.